Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas von Playageddon. Und ein ganz großes Dankeschön an alle, die uns abonniert haben, denn wir haben jetzt die 100er Marke erreicht. Das ist richtig heavy. Und das ist heute sozusagen ein kleines Special, das richtige Special wird noch kommen. Wahrscheinlich diese Woche wird es schwer, ich denke mal nächste Woche wird das richtige 100 Abonnenten Special kommen. Aber das ist jetzt schon mal so ein kleines Abonnenten Special, wo ich alle, die unter das letzte Video geschrieben haben, dass sie besucht werden wollten, die werde ich heute alle besuchen. Und ich würde auch sagen, wir fangen auch direkt an. In der letzten Folge habe ich ja den Yalzin aus Mad 3 nicht gefunden. Ja, Stuhl hier ein bisschen runterstellen. Aber er hat mir jetzt den Hashtag drunter geschrieben, sodass ich ihn finden kann. An alle, die besucht werden wollen, bitte schreibt mir euren Hashtag drunter, denn das macht mir die Suche deutlich leichter. Boy, boy. Lustig. Kuku. R.O. Ach ja, und ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Ah, das ist er. Yalzin. Der Typ, der da mein Video kommentiert hat. Du hast ja gesagt, du willst ja auch eine Kooperation mit uns und ich würde auch diese Kooperation eingehen. Denn das wäre mal ein guter Versuch, unsere Community zu erweitern. Okay, jetzt. Ich habe dich auch auf Skype geaddet, also Game On. Was kann man zu dieser Base sagen? Eine Rathaus Level 7 Trophy Base. Was mir als erstes auffällt, ich würde die Magiertürme mit den Minenwerfern tauschen. Die würde ich auf jeden Fall tauschen. Denn dann schützen die Magiertürme jeweils zwei Lager. Und das tun sie jetzt halt nicht. Die schützen halt nur die Goldlager. Und wenn sie die Elixierlager noch schützen würden, das wäre optimal. Die Minenwerfer würden dann, glaube ich, nicht zu weit draußen stehen. Nein, das tun die dann nicht. Und ich würde dir auch empfehlen, alle Mauern auf 6 zu machen. Das wäre sehr sinnvoll. Ah, du hast 3 Minenwerfer. Ja, dann ist es. Trotzdem würde ich, glaube ich, die Minen und die Minenwerfer und die Magiertürme würde ich wirklich tauschen. Ich würde es mal ausprobieren. Ich glaube, das ist sinnvoller. Und dann, wie ich dir schon gesagt habe, würde ich erstmal alle Mauern auf 6 machen. Also von der Ausstellung her, ja, das ist so eine Trap-Trophy-Base, würde ich mal sagen. Die Clanburg steht relativ weit außen, aber auf Rats Level 7 ist die noch nicht so wichtig. Es kommt eigentlich darauf an, auf was für man auf. In welchem Clan man ist. Wenn man in einem guten Clan ist, wo man immer was gespendet bekommt, dann lohnt es sich, die Clanburg immer nach innen zu tun, da es eine gute Verteidigung ist, wenn man viel Loot hat, aber so, wenn man. Ja, dieser Clan hat jetzt 3 Mitglieder, das lohnt sich dann nicht so richtig. Also von der Ausstellung her ist eigentlich eine gute Trophy und wenn mir der Name nochmal einfallen würde, Trap Base, genau. Ich hatte mal wieder gerade einen Aussetzer. Ich habe heute weniger als 3 Stunden geschlafen, also wundert euch nicht. Der nächste, der aus meinem Clan besucht werden will, ist der ManoTV. The ManoTV, Schnapper, The Dark Knight, Kirsten, Zimmer, Game Center, Tom, Yutio, Watto, Ekri 52, Maxi Pro, El Macho, Biana, Destruction, irgendwas, Fatih 26, Vincent. Da ist er ja. Oh, nicht rauswerfen. Level 65 und Silber 1, genau. Rathaus Level 8. Die Minenwerfer stehen perfekt im Parallelogramm, obwohl die im Viereck stehen sollten, aber wir wollen ja jetzt mal nicht kleinlich sein. Die Magiertürme. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöde gemacht. Ja, was würde ich ändern? Ich würde mal versuchen, den Magierturm mit der Luftabwehr zu ändern. Dann deckt die Luftabwehr die gesamte Base ab. Ich würde dir auch empfehlen, erstmal alle Mauern auf 7 zu machen. Denn auf 7, das ist schon ein gewaltiger Sprung. 7 finde ich so okay, sogar für Rathaus Level 9. Wieso hast du denn deinen Tesla draußen stehen? Ich würde den irgendwie nach innen packen, zum Beispiel dahin. Das ist ja nie sinnvoll, wenn da welche reinspawnen und du dann eine Falle hast. Das wird dann nach einer Zeit sehr teuer. Gerade hast du im Ausbau eine Kanone auf 9 und einen Bogenschützenturm auf 8. Ja, auf 10 sehen die Kanonen schon mal richtig pornös aus, wenn die so richtig golden sind. Ja, also der Sinn der Base ist es, dass das dunkle Lager geschützt wird. Schätze ich mal, also du willst dunkles Farm.
Auch wenn da im Moment nicht viel drin ist, da ist zwar nur 7000 drin, aber... Naja. 126, hast einen Bohrer auf Level 2. Ich bin nicht so ganz zufrieden mit dieser Base, muss ich ehrlich gestehen. Aber so, wenn du jetzt zum Beispiel den Magierturm mit der Luftabwehr tauschen würdest, wäre die Base besser. Also das macht keinen großen Unterschied, aber ich würde die Tesla ein bisschen verteilen, denn wenn die außen stehen, da ist der Sinn nicht so gut. Das ist lol. Wieso hast du da eine Sprungfalle stehen? Eine Sprungfalle, das ist unnötig. Okay, den nächsten, den wir besuchen werden, aber sonst ist die Base eigentlich relativ gut. Aber den nächsten, den wir besuchen werden, ist der... Boah, was ist denn los? Die Clash... Clan... Clash... Kirche... Kirche oder Kirche? Kirche? Das ist LOL. Wieso kommt der Clan denn nicht? Jetzt schreiben wir das einfach mal klein. Ja, lieber... Erwin52, schreib mir bitte dein Kürzel drunter. Das wäre dann viel leichter, wenn ich dich finden sollte. Clash. Kirche. Nochmal. Ja, ich finde hier nur Clash and Burn. Oder Clan Kirche. Das kann natürlich auch sein. Clash Kirche meine ich. Kirche. Meine Güte. Kirche. Da ist er doch. Dann hieß es Clan Kirche. Entschuldigung. Erwin 52. Wo bist du, Damon? Quirniolo, Nikolai, ein Armee. Dr. King, Günther, Karl, John, Molo, Babo, Louis der Große, One Night Data. Da, Erwin 52, Level 81. Bist wahrscheinlich gerade am Farmen, deswegen bist du in der Bronze Liga 1. Rathaus Level 9. Von den Verteidigungsleveln her warst du relativ max, relativ, aber nur. Was ich dir empfehlen würde, sind Mauern auf 7 erstmal. Das hat Priorität. Dann der Flächenschaden hoch, Minenwerfer alle auf 7 und Magiertürme auf 6. Und dann würde ich mich an die Einzelziele fassen. Was hast du denn da für eine Taktik? 10 Schweinereiter, 20 Riesen Level 5, 4 Mauerbrecher Level 4 und 42 Bogenschützen Level 5. Und die Bogenschützen schreien danach auf Level 6 zu kommen. Aber ich würde davor, glaube ich, erst die Barbaren machen. Die machen, glaube ich, mehr Sinn. Und du sollst mal deine Bohr upgraden. Es scheint so, als wenn du gerade hochgegangen bist. Oh, Entschuldigung. Denn die Mauern sind hier außen. Die hast du noch nicht richtig verteilt. Und hier die Luftabwehr und der Bogenschützenturm sehen relativ neu aus, da das Level relativ niedrig ist. Nur Bogen ist zur Verteidigung. Kriegst du, wenn ich, sobald ich zu Hause bin. Aber sonst war die Base... Bogis. Okay, hier, der nächste, der besucht werden will, ist der Skiller 110. Clans suchen. NASA Pro Jack 2014. Das ist ein heftiger Name. Auseinandergeschrieben, soll ich es mal probieren? NASA Project 2014. Junge. Das geht nicht. Dann hier Project 2000. Ach, das ist doch echt. Das ist heavy. Das ist echt heavy. Lieber Skiller, das wäre sehr nett, wenn du deinen Clan-Hashtag-Kürzel da unten ins Video schreiben könntest. Das wäre sehr nett. Und nochmal wirklich ein ganz großes Dankeschön an 100 Abonnenten. Ich habe gestern ein bisschen Werbung gemacht, muss ich sagen, bis 1 Uhr morgens. Bis 2:30. Dann bin ich erst schlafen gegangen, das war ein bisschen blöd, aber... Ja, falls dir das kleine Video hier gefallen hat, könnt ihr ruhig einen Daumen nach oben da lassen. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen, über Verbesserungsvorschläge in den Kommentaren. Das wäre auch sehr nett. Und wenn ihr auch mal besucht werden wollt, schreibt mir eure Bewerbung. Ihr werdet sowieso besucht. Schreibt mir euer Bedürfnis. Bedürfnis hört sich blöd an. Schreibt mir einfach unten in die Kommentare, ob ihr besucht werden wollt oder ob ihr nicht besucht werden wollt. Was laber ich da? Wenn ihr besucht werden wollt, schreibt einfach in die Kommentare. Fertig. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.